So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was haben wir heute vor? 84 plus Player Pick. Ich habe mal eben so gestern zwei Headliner Karten gezogen. Ist Packluck zurück oder nicht? Werden wir heute im Video sehen. Ich habe allgemein gut Packluck gehabt im Video. Dann gehen wir auf 19 Uhr Content ein. 81 plus Team of the Week SBCs wurden geleakt. Also gestern schon, aber sie sollten höchstwahrscheinlich heute kommen. Werden wir auf jeden Fall gleich schauen. Oder was heißt sollten? Sie können heute kommen. Wenn heute nicht, dann morgen. Ich kann kein Deutsch. Auf jeden Fall spätestens Montag sollte die SBC kommen. Wenn sie heute nicht kommt, gehen wir darauf ein, was kann man investieren, wie kann man sich darauf vorbereiten. Heute Abend sind ja noch Lightning Loans und morgen, da kann man sich sehr gut darauf vorbereiten. Und ansonsten, wenn sie heute kommt, werden wir sie auf jeden Fall abschließen. Also eins von beiden. Dann würde ich sagen, lasst gerne ein Like da, Freunde, wenn es euch am Ende gefallen hat. Wenn ihr neu seid, lasst ein Abo da. Road to 50k in diesem Monat. Wird ein hartes Stück Arbeit, aber wir können es packen. Es fehlen noch 1200. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr neu seid, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rein, erstmal in meinen 84 plus Player Pick und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Okay, bevor wir jetzt hier wirklich reingehen in den 84 plus Player Pick, ich habe ja gestern schon eine Headliner Karte gezogen, Freunde, und das Video schauen wir uns dazu jetzt einmal hier an. Es war gestern 82 plus Player Pick, ihr könnt es im Hintergrund sehen, hier sind meine Hände, das ist jetzt eine Aufnahme von gestern. Es war ein 82 plus Player Pick, 19:01 oder 19:02, also die Headliners waren gerade mal 2 Minuten draußen. Kein Walkout, aber Headliner Karte, ich kann es mal vorab nehmen, ist jetzt nicht die allerheftigste, aber ich muss sagen, er sieht auch gar nicht so schlecht aus, es ist Toko Ikambi geworden und die Karte sieht gar nicht so schlecht aus, ich will es euch auf jeden Fall mit ins Video packen. Er hat 88 Pace, 87 Schuss, sollte er ein Upgrade bekommen, ich stopp mal kurz das Video, geht der auf eine 86, glaube ich, direkt hoch, man überspringt das ja immer von 84 auf 86 und er sollte dann vielleicht 90 Pace und 89 Schießen oder so haben, was dann halt wirklich sehr nice wäre, also die Karte auf jeden Fall im Auge behalten. Dann würde ich sagen, jetzt gehen wir wirklich rein in meinen 84 plus Pick. Freunde, es ist soweit, mein 84 plus Pick. Wir machen eine 3-Pack. Was soll ich euch erzählen? Ich habe nur kranke Sachen gesehen. Ihr habt mich auf so viele heftige Packs markiert. Das Video nehme ich gerade hier an dem Freitag um 20 Uhr auf. Ihr werdet es morgen Abend wahrscheinlich sehen. Ich bin gespannt, Freunde. Ich bin extrem gespannt, was wir daraus ziehen können. EA, ihr wisst Bescheid. Macht, was ihr wollt. Ist mir eigentlich mittlerweile egal. Ich habe keine Hoffnung mehr. Ich muss hier nur kurz eben mein Overlay ausschalten. Okay, wir gehen rein in 3. Also wir machen eine 3-Pack. 2, 1, let's go. 2, 1, let's go. Nein. Freunde, ich habe nur Brasilien, Paris gesehen. Ja, immerhin Headliner, ist okay, komm. Weiter geht's, wir haben ja noch eine Headliner-Karte gezogen, die habe ich euch wahrscheinlich im Video schon vorhin gezeigt, Toko Ikambi, jetzt ziehen wir noch Rafinha. Zweimal Headliner gezogen, perfekt. Weiter geht's. Oh, habe ich schon. Kann ich nicht nehmen. Nein. Ich hab so Pech. Varan wäre extrem gut, aber ich habe den schon untradable. Ah, das tut weh. Das tut richtig weh. Es ist gut, aber wiederum schlecht, weil ich Varan schon habe. Aber ansonsten ist das Pack gut, also es hat auf jeden Fall gegönnt. Na, es tut mir leid, Varan. Ich habe dich schon, wie gesagt. Gutes Deutsch. Perfekt. Wir nehmen Rafinha, Freunde. Okay, Freunde, wir haben es 19 Uhr und... Oh Gott, ich bin ja noch mit Jacke. Wie los, wie los. Ey, Mann. Freunde, ich bin gerade erst, wie ihr seht, nach Hause gekommen, vor 10 Sekunden wirklich. Ich bin direkt von einem Kumpel nach Hause, weil ich habe die Uhrzeit nicht im Kopf gehabt und ich wollte ja 19 Uhr Content heute aufnehmen. Ich habe was gelesen auf Twitter, die 81 plus Team of the Week ist, SPC ist gekommen, 3 Icons sind gekommen und ich habe was gelesen, ich glaube das nicht. Ich muss das selber sehen und danach reden wir drüber. Okay, und zwar haben wir die Team of the Week SPC gekommen, worauf ich zuerst eingehen will. EA, zeig her. Es ist wirklich passiert, was ich denke. Sie ist gekommen, hier. Sie ist nicht wiederholbar. Freunde, sie ist nicht wiederholbar. Das ist für mich... Gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich sage ja auch nur meine Meinung. Für mich ist das ein Ding. Sie wollen einfach gegen die Trader vorgehen, gegen die Leute, die investiert haben. EA ist ja nicht dumm, wie gesagt. Also in dem Fall sind sie auf jeden Fall nicht dumm, wenn sie wissen, wie sie gegen Trader vorgehen sollen. Sie hauen sie nicht wiederholbar raus. Wir können sie jetzt einmal abschließen und dann ist gut. Und das gab es noch nie. Das gab es noch nie in Team of the Week SBC, dass sie nicht wiederholbar ist. Wie kommt man jetzt darauf? Ich werde sie natürlich trotzdem abschließen. Wir werden einfach mal einmal, sage ich mal, dann unser Glück versuchen. Ich glaube jetzt nicht, dass Ronaldo direkt da rauskommen wird. Wir haben ja auch nur einen Versuch, aber es ist schon wirklich sehr, sehr lächerlich. Okay, wir haben die SBC jetzt so abgeschlossen. Bevor wir das Pack gleich öffnen, will ich erstmal auf die Icons eingehen, also auf die Icons, die gekommen sind. Und zwar haben wir 3 Icon-SBCs bekommen, unter anderem KK, das ist so die beste Icon, die wir mittlerweile im Januar haben. Versteht mich nicht falsch, ich habe gar keinen Bock jetzt hier gegen EA zu schießen. Immerhin ist mal, sage ich mal, eine gute Icon gekommen, aber im Januar die allererste gute Icon. Ich glaube, wir verstehen uns schon, was ich damit sagen will. Ich habe halt als einzige Hoffnung, dass sie sich die ganz, ganz krassen Icons, sage ich mal, zum Totti-Event aufsparen und dann zum Totti-Event wirklich die dicken Dinger wie Vera, Zidane, Rullit oder sonst wen einfach mal raushauen. Werden wir auf jeden Fall schauen. Dann haben wir ein
Wir haben einen Owen bekommen, kann das sein? Und ein Keen. Ich glaube, das sind die zwei neuen noch. Wenn stimmt, dann... Jungs, was soll ich jetzt sagen? Wir haben Januar. Wären die jetzt im November gekommen? Okay. Aber wir haben es Januar. Und jetzt fangen die erst an, gefühlt, dass überhaupt Packs mal kommen. Also nicht Packs, sondern Icon-SPCs. Ligen-SPCs sollten nicht gekommen sein, richtig. Aber ja, wir können mal unser Glück versuchen mit der Team of the Week-SPC. Und gleich geht es dann trotzdem nochmal auf den Footbin. Und wir schauen uns mal an, was man noch investieren kann. Kann man noch investieren? Darüber werden wir jetzt gleich auch reden. Aber erstmal dieses Team of the Week-Pack. Wir schauen nicht hin, ob es ein Walkout wird. Komm, 3, 2, 1, let's go. Es ist aber so traurig. Ein 81-Plus-Pack. Nicht wiederholbar, EA. Warum? Nun gut, wir schauen hin und let's go. Komm schon. Bitte. Robertson? Robertson? Ah, Tierney. Oh Gott, Robertson gibt es, glaube ich, gar nicht als Inform, ne? Okay, Tierney ist okay. Also, Real Talk. Ich erwarte jetzt sowieso keinen Ronaldo oder so. Ist okay. Kann man spielen. Kann man, weiß ich nicht, Super Sub oder sonst was. Ich werde ihn jetzt natürlich nicht ins Main Team packen, aber mit 55.000 Coins haben wir hier auf jeden Fall Gewinn gemacht. Trotzdem ist es extrem traurig. Also, ich habe wirklich dafür keine Worte. Gerne mal in die Kommentare schreiben, was hattet ihr in euren Packs. Hauptsache, heute sind wahrscheinlich wieder Lightning Ones gekommen, die jetzt schon wieder abgelaufen sind. Perfekt. Okay, ansonsten, wir sind jetzt einmal hier drüben auf Footbin. Wir konzentrieren uns lieber, sage ich mal, auf die nächsten Tage, auf die Zukunft und vergessen, dass wir jetzt mal wieder diese Bad Vibe. Weil EA einfach immer alles verkackt. Sie können es einfach nicht ohne. Aber nun gut, ist halt EA. Sie hätten uns so auf jeden Fall viele 83er, sage ich mal, aus den Taschen nehmen können. Aber wie sie wollen, kein Problem. Wir haben hier 84er derzeit, die bei 8000 Coins liegen. Wir haben ja gestern diese 84 plus Player Pick SBC bekommen, die auch noch, glaube ich, ja 5 Tage läuft. Die ist halt auch nicht wiederholbar, aber läuft erstmal noch 5 Tage. Ich sag euch, wie es ist, Freunde. Wir hatten in den letzten Wochen, das gab es gefühlt noch nie. Wir können mal ganz kurz hier auf den Taliafico gehen, weil er liegt gerade bei 9000 Coins. Ihr seht, es läuft jetzt seit 2 Wochen circa so ab, seit Ende Dezember. Ihr seht, 4,9, 6,9, 5,1, 7,6. Dann leicht gedroppt auf 7 und dann auf 8,9. Gedroppt auf 5,7, 7,8, 6,6 und 8,9, mittlerweile 9,3. Warum? EA bringt derzeit immer wieder SBCs, sei es 86 plus Player Pick, 84 plus Player Pick, Icon SBCs, also Base Slash mit Icon SBCs. Sie bringen derzeit immer SBCs, dass sie 84er explodieren lassen. Das seit über 2 Wochen. Also selbst sage ich euch mittlerweile, natürlich auf eigene Gefahr, macht euch da selber Gedanken, selbst 84er bei 6000 finde ich mittlerweile, wenn EA es so weitermacht, ein super Einkaufspreis. Bedeutet, sobald die 84er mindestens wieder so 6,5 Richtung 6k gehen, werde ich nachkaufen, weil ich sehe es nicht ein, dass die immer wieder bei wirklich 9k bis extinkt sind und ich dann immer es bereue, sage ich mal, dass ich die 84er mir nicht eingekauft habe. Das gleiche gilt auch für die 85er. Hier würde ich aber sagen, hier würde ich erst ab, ihr seht ja gerade, der günstigste bei 16.000, hier würde ich erst ab so 14 oder unter 14.000 einkaufen, dann ist es wirklich ein super Preis für 84, ne, für 85er, nicht für 84er. Ansonsten haben wir derzeit wirklich gefühlt alles voll teuer, also wir haben 87er bei 33.000, 34.000, wo vor einer Woche noch der günstigste bei 28.000 war, 89er bei über 50.000 und sollte EA es jetzt wirklich beibehalten, Freunde, mit guten Icon SBCs, hoffen wir es einfach mal, dann könnte ein Alisson unter 60.000 sehr, sehr interessant werden oder ein Oblak unter 70.000 sehr interessant, ich glaube, der liegt mittlerweile bei 76, krass. Ich habe den von der Woche bei 63 geholt. Aber sollte er nochmal auf 70, 71 gehen, ist auch Oblak ein super Einkaufspreis, weil das so der, glaube ich, mit einzige Gold 91er ist, den man sich auch kaufen kann als SBC-Futter, wenn wir es auch hier sehen. Ihr seht Oblak, Lewandowski vielleicht noch und sonst gibt es halt wirklich erste Bräune und alle, die über 100.000 kosten oder wirklich dann schon Icons. Deswegen ist Oblak ein sehr, sehr gutes Investment für die kommende Zukunft, sage ich mal, wenn diese ganz dicken Icon-SBCs kommen. Und dann haben wir noch habe ich noch die Frage bekommen, Paints, also heute öfters im Stream, wann kann ich mir die Headliner-Karten einkaufen? Und ich habe mir mal die Headliner-Karten der letzten Woche angeschaut. Das ist ja schon mittlerweile das Team 2. Wir gehen auf einen Joe Felix, einen Mkhitaryan und einen Bamba zum Beispiel. Wenn wir hier anfangen, ihr seht, wann war der günstigste Moment für die Headliner-Karten und wenn wir es hier so sehen, es war der Donnerstag, wird hier zumindest so angezeigt. Ob es jetzt ganz genau der Donnerstag war, kann ich euch nicht sagen, aber hier seht ihr 645.000, mittlerweile bei 680.000. Oder wenn wir halt auch auf Mkhitaryan weitergehen, sehen wir, der Crash vom Mittwoch auf Donnerstag ist auch um 11.000 hier gewesen, von 71 auf 60.000 und von 60.000 mittlerweile, ja okay, immer noch bei 60.000, perfekt. Beim Bamba haben wir auch einen Crash, sage ich mal, also Crash nenne ich jetzt mal von hier auf hier, von, oha, okay, das ist echt ein Crash, von 30.000 Coins oder über 30.000 Coins von dem Mittwoch auf den Donnerstag gehabt. Und hier würde ich einfach dann mal grob sagen, wenn ihr Headliner-Karten einkaufen wollt, macht es Donnerstag zu den Rewards, weil sie sind am Freitag nicht mehr in den Packs. Bedeutet, dass sie dann Freitag steigen werden, wenn sie nicht mehr in den Packs sind. Also, sie sind ja dann nicht mehr zu ziehen, deswegen werden sie selten auf dem Markt und werden dementsprechend auch wieder leicht ansteigen. Also, wenn ihr euch Headliner-Karten von diesem zweiten Team hier kaufen wollt, würde ich euch raten,
ja, Donnerstag gegen Rewards Zeit 14, 15 Uhr kann man da auf jeden Fall sehr, sehr gut einkaufen. Okay, heute mal dann ein etwas kürzeres Video. Ich kann auch nichts machen, Freunde. Wir haben die SBC nicht tradable, also wiederholbar bekommen. Wäre sie wiederholbar geworden, habe ich so mit 5 bis 7 Packs gerechnet, die ich hier fertig mache im Video und dann öffne mit euch. EA hat uns wieder mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Plus, ja, sonst haben wir keinen irgendwie geilen Content bekommen, sage ich mal. Die Icon SBCs jucken mich jetzt nicht so. Dann würde ich aber sagen, ich habe euch trotzdem so das Beste mitgegeben, was man euch mitgeben kann, so für die nächsten 1, 2 Tage. Wir sehen uns morgen wieder mit einem Video. Haut da rein, schönen Tag noch, schönes Wochenende, schöne Ferien, was auch immer. Genießt den Tag, Schalke hat gewonnen, Freunde. Heute ist wirklich alles möglich, also zieht Packs. Ich bin raus, haut da rein und ciao, ciao.